nachdem ich im letzten Video versprochen habe, dass ich das Geheimnis lüften werde, welches Wohnmobil es denn jetzt werden wird, möchte ich die Spannung doch etwas aufrechterhalten. Alle drei Wohnmobile, die bei uns in der engeren Wahl standen, standen auch ziemlich nah beieinander auf der diesjährigen Caravan-Messe in Leipzig. Die Kombination der vorgestellten Fahrzeuge zueinander besteht einmal darin, dass Zweitermarken bei einem Händler zu erhalten sind, aber auch Zweitermarken aus einer Gruppe kommen. Hier unsere Nummer 1, ein KW 750 LGB auf Mercedes Sprinter. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen in der Leitausführung, was aber aufgrund der Länge des Wohnmobils und der guten Dämmung, wenn man mal ehrlich ist, mit 3,5 Tonnen nicht zu realisieren ist. Natürlich kann man gegen Aufpreis, versteht sich, das Wohnmobil mit einem Heavy-Fahrwerk als 4,4 Tonner bestellen. Schon das Fahrerhaus ist als echter Mercedes mit den Echt-Ledersitzen und dem Kabel-Logo zu erkennen. Was sofort auffällt, ist, dass beim Einsteigen trotz der Lautstärke in den Messehallen es im Innenraum mucksmäuschenstill wird. Dank der guten Isolierung, die nicht nur Geräusche isoliert, sondern auch die Temperaturen regulieren kann. Der Kabel vermittelt im kompletten Wohnbereich das Gefühl, dass man sich in einem geschützten Bereich befindet. Hier wirkt alles sehr massiv, sehr hochwertig und man hat nicht gleich das Gefühl, erdrückt zu werden. Wer denn schon Erfahrungen mit dem KW Wohnmobil gesammelt hat, kann uns dies gerne in den Kommentaren mitteilen. Die Einzelbetten im Schlafbereich, die man auch zu einer großen Spielwiese zusammenbauen kann, haben wirklich Hotelcharakter. Staufächer gibt es genug, Ablagen gibt es ebenfalls genug und für den zweiten Fernseher sind auch die Anschlüsse schon vorhanden. Der KW verfügt über eine gut isolierte, beheizbare und geräumige Garage, die von beiden Seiten aus begehbar ist. An den verschiebbaren Zurösen rechts und links am Boden lassen sich die mitgenommenen Fahrräder gut sichern, denn an diesem schönen Hinterteil hat kein Fahrradträger etwas verloren. Wem gehört denn diese 1,20 Meter hohe Garage? Genau, unserer Nummer 2, einem Rapido i66. Und für die Freunde des Standbildes etwas über 133.000 Euro werden hier aufgerufen, die aber bei diesem 7,54 Meter langem integrierten Wohnmobil gut angelegt sein dürften. Enthalten in diesem Preis sind unter anderem die 180 PS 2,2 Liter Fiat Motorisierung mit dem obligatorischen 9-Gang Automatikgetriebe, einem Heavy-Fahrwerk für ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,4 Tonnen. Was erwartet uns denn im Innenraum? Ja, ein großer offener Wohnraum mit Face-to-Face-Sitzbänken und zusätzlichen Stauräumen unter den Sitzbänken. Eine funktionelle Küche im geschwungenen Design, ein Kühlschrank mit großer Tiefe und einem Fassungsvermögen von 171 Liter, natürlich beidseitig zu öffnen. Integriertes TV-Möbel mit einem Fernseher bis zu 32 Zoll. Eine separate Dusche, Einzelbetten, die in ein großes Querbett umwandelbar sind. Serienmäßige Heizung von Alde mit Komfort Plus-artig. Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff und. Ob das jetzt eine Sitzbank ist in der sehr geräumigen Dusche, wollte ich nicht gerade ausprobieren.
Mit der Schiebetür vom Schlafbereich und der Toilettentür lässt sich ein großes privates Badezimmer realisieren. Hier unser letzter und dritter Kandidat aus der Rapido-Gruppe, ein Jottiline Terry T37. Dies ist ein teilintegriertes 7,39 Meter langes Wohnmobil auf Citroën Jumper mit 165 PS und 6-Gang Schaltgetriebe. Kurz zur Geschichte, Jottiline wurde 2004 in Barbarino, Val d'Elsa in der Region Florenz mit dem Spitznamen Caravan Valley von der Familie Jotti gegründet. 2014 wurde die Marke Jottiline von PLA übernommen. 2016 folgte dann die Übernahme durch die Rapido-Gruppe. Die Ausstattung des Terry T37 lässt hier auch keine Wünsche offen. So kommt er unter anderem serienmäßig mit einer automatischen SAT-Anlage und zwei Flachbildschirmen, einer davon im Schlafbereich, mit einer 100 Watt Solaranlage, 4,50 Meter Markise, einer Luftfederung, Multimedia-Frontpaket mit Twin-Kamera, also eine Doppelaugenkamera zum Rückwärtsfahren und als Rückspiegel geeignet, einem Gasbackofen, Gaswarner, Dunstabzug in der Küche, einer separaten Dusche, Außensteckdosen für Strom, Wasser und Gas und. Der funktionale Waschbereich mit Toilette und der genügenden Beinfreiheit und das Milchglas-Seitenfenster bietet Sichtschutz von außen und für den Fall der Fälle genügend Ent- bzw. Belüftung. Was der Jottiline T37 vor allem hat, sind fast unendliche Verstaumöglichkeiten im Schlafbereich und unter den Betten, die nicht zu verachten sind. Dieser Staukasten auf der Beifahrerseite ist auch von der Garage aus zugänglich. Zu guter Letzt lässt sich der Schlaf- und Badbereich auch durch eine Schiebetür vom Wohnbereich abtrennen. Die funktionelle Küche im Jottiline T37 verfügt natürlich auch über eine ganze Menge an Verstaumöglichkeiten. Die Schubladen sind alle mit einer Soft-Close-Funktion ausgestattet und können mit einem Knopfdruck so versperrt werden, dass sie nicht während der Fahrt sich selbstständig öffnen. Unser Fazit zum Jottiline T37. Ein tolles Fahrzeug mit einer tollen Ausstattung. Jedoch solle man sich im Klaren sein, dass man mit dieser Menge an Ausstattung und der Größe des Fahrzeugs auch mit 3,5 Tonnen ganz schnell an seine Grenzen kommt. Den aktuellen Preis dieses Fahrzeugs erfahrt ihr direkt bei Uwe Gante. Das ist der Hauptimporteur in Deutschland für die Terry-Baureihe von Jottiline. So, liebe Wohnmobilfreunde, welches soll euer Herzblatt sein, beziehungsweise euer Favorit? Schreibt es uns in die Kommentare, wir freuen uns. Und das nächste Video zeigt 100%ig unser neues Wohnmobil.